Da. Schau dir das an. So was Hundsgemeines von Wilderei. So einer dürfte man nicht unter die Finger kommen. Georgi, was regst dich denn so auf? Du wildest doch selber. Was redst denn du? Ein Graf Amstedt wildert nicht, der jagt. Das ist ein kleiner Unterschied, ja, verstehst du? Ja, aber trotzdem. Wir üben ein jahrhundertealtes Jagdrecht aus. Sowas erlischt nicht. Jagdrecht. Uns das Revier schon so lange nicht mehr gehört. Na, ich hab's ja gewusst. Reifenspuren. Aus dem Auto herausschießend. Mit Scheinwerfer. Ein ehrlicher, anständiger Wildschütz, bitte schön, von mir aus. Aber so, die Rehe einfach abknallen und stellen, so einen müsste ich einmal erwischen. Ja, pass nur auf, dass sie uns nicht erwischen. Na, du gefällst mir, erwischen. Hab ich mit so einer Sauerei zu tun? Ich bin ein Weidmann. Vom alten Schrot und Korn. So schüttelst. Das würdest du auch schütteln, wenn es da so ein Schmarrn ist. So. Hör mal her, ich melde hiermit. Der Wirt vom Wilden Eber, Landstraße, verwendet schwarz erworbenes Wild. Er ist beobachtet worden, wie auf die Nacht ein Auto kommt und etwas ausladet. Ja, ist das ein Deutsch? Wunderschön. Ein Freund. Ja. Ein sauberer Freund sei. Ein Konkurrent ist das vielleicht. Das wäre hier was Wichtiges zu tun. Ja, natürlich auch. Aber du, Toni. Im Wilden Eber mal anständig und schick essen zu gehen, wäre doch gar nicht schlecht. Ja? Staatskosten. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Forschl, ich habe da ein Anliegen. Da sind ein paar Anzeigen wegen Wilddiebstahl. Alle aus der Gegend von Ankershofen. Kofen. Kofen. Ja, Wilddiebstahl. Was haben wir damit zu tun? Ich bitte Sie, das ist doch eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse. Zumal die örtliche Polizei da nicht weiterkommt. Und außerdem, ein Bundesbruder von mir hat mich gebeten. Was ist denn? Für Herrn Kettwig. Ja, ist gut. Ich meine, einem Freund meines Bundesbruders, einem gewissen Herrn Tönius, ist der beste 14-Ender weggeschossen worden. Sie wissen, was das für einen alten Weidmann bedeutet. Nein, was denn? Ach so, Herr Forschl. Aber einmal ganz abgesehen davon, dass Wilddiebstahl ein schwerwiegendes Delikt ist, so ein 14-Ender bedeutet für seinen Besitzer einen unermesslichen Wert. Und so oft gibt's sie nicht bei uns. Na ja, das mag schon sein, aber... Also, Herr Forschl, da der Herr Tönjes auch in der Gegend von Ankershofen wohnt, sollten Sie sich mal um die Sache kümmern. Es ist doch naheliegend, dass es sich um denselben Täterkreis handelt. Ja, aber wieso gerade ich? Herr Forschl, ist doch auf dem Land. Vielleicht kommen Sie als Bayer da besser voran. Das ist übrigens die Adresse von meinem Bundesbruder. Ich meine, von Herrn Tönjes. Ja, das wär's. Guten Morgen, meine Herren. Nett haben wir's hier. Ich weiß gar nicht, was du hast. So ein Ausflug aufs Land ist doch was sehr Schönes. Für dich als Bayern. Kommen Sie rein, Herr Forschl. Das ist ja alles recht und schön, Herr Tönjes. Aber woher wollen Sie wissen, dass der Hirsch gewildert worden ist? Da kann doch auch. Woher ich das weiß, was ich denn vielleicht frage. Weil er weg ist, deswegen. Naja, aber der kann doch davongelaufen sein. Einfach umgezogen. Und setzen Sie sich mal. Danke. Der hat eine nette braunäugige Hirschin kennengelernt. Hat's gepackt und ist auf und davon. Also, was sind denn da noch Töne? So was habe ich überhaupt noch nicht gehört. Kannst du mal mit diesen Kenntnissen von den Tieren, ich meine von der Verhaltensweise von den Wildtieren, da wollen Sie hier einen Kriminalfall auflösen? Ne? Herr Tönjes, wenn jemand verschwunden ist, besagt doch das nicht, dass er umgebracht aber wurde. Aber doch nicht beim Wild, beim Rotwild. Haben Sie noch nichts vom Platzhirsch gehört? Der steht in seinem Revier, bis er über den Jordan ist. Das ist doch wirklich die Höhe. Der hat noch mindestens 15 weibliche Stücke um sich hier, hat der mindestens. So ein Tier, pass mal auf, zeig ihn mal. So ein Tier verlässt nie sein Revier. Verstehen Sie? Ist doch seins. Susanne! Susanne! Ja! Bring doch mal die Bilder von den 14-Ender. Sogar Fotos haben wir von denen. Ah, schöne Tier. Ja, die könnten Sie mir gleich als Fahndungsfotos überlassen.
Also hören Sie, für Humor habe ich überhaupt keinen Sinn für. Wenn Sie mich hier, ich meine, wenn Sie das nicht ernst nehmen. Willst du denn damit? Grüß Gott. Grüß Gott, Kriminalkommissar Fröschel. Das ist meine Tochter Susanne. Hier, ist das ein Tier? Ja. Staunen Sie was? Naja, das war ja nur wohl eins. Sehr schön. Allmählich beginnt mich der Fall zu interessieren. Sagen Sie mal, Frau Tönnies, haben Sie vielleicht einen bestimmten Verdacht? Ich? Naja, na, das ganze Dorf steckt dahinter. Und an der Spitze der alte Graf, weil der uns Preußen nicht ausstehen kann. Ach, red doch nicht so einen Unsinn. Mann, diese Adligen, nix an der Hose, aber große Klappe, das haben sie. Also ich muss jetzt gehen. Na, bleiben Sie doch noch einen Moment, Frau Tönnies, vielleicht können Sie uns helfen. Es liegen nämlich eine ganze Reihe von Anzeigen hier aus der Gegend vor. Wo willst du denn hin? Tja, Herr Tönnies, mit Ihren pauschalen Verdächtigungen kommen wir nicht weiter. Was ist eigentlich mit dem alten Grafen? Haben Sie da einen begründeten Verdacht? Ja, ich weiß nicht. Also jedenfalls kann der mich nicht ausstehen. Du, die Polizei ist bei meinem Vater. Lass doch, die Polizei. Was soll denn die Polizei von uns wollen? Wir sind doch volljährig, oder? Oh, Alexander, tu doch nicht so. Es geht um den 14-Ender. Was für ein 14-Ender? Du bist doof. Anstatt hier so blöd rumzustehen, solltest du lieber deinen Onkel warnen. Mein liebes Kind, du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass mein Onkel dieses Bündel an Aufrichtigkeit einen 14-Ender gewildert hat, ne? Kommissar Fröschel wünscht Sie zu sprechen. Grüß Gott. Ha? Ja, grüß Gott. Justus. Sehr wohl, Herr Graf. Herr Graf, gehen Sie, sehr gut. Geben Sie mal den Hammer dann nachher her. Darf ich nicht schicken, Sir. Herr Graf, ich komme wegen einer Anzeige. Moment. So, und jetzt langen Sie mal das Geweih her, bitteschön. Das, ja. Ja, bitte. Voilà. Komm, so, ja. So. Gut so, was? Ja, nicht schlecht. Dürfte ich noch mehr auf die Anzeige zurückkommen? Ja, okay, das ist eine Sauerei mit diesen Wilddieben. Ja, es liegt ja eine besondere Anzeige vor von Ihrem Nachbarn, den Herrn Tönnies. So, so. Der Tönnies. Tönnies. Ja, yes. Wenn einer schon Tönnies heißt. Was kannst du von dem verlangen, Mann? Der, wo kommt der eigentlich her? Aus Köln oder Hannover? Bielefeld. Ja, der da bleiben soll in seiner Fabrik. Ich gehe auch nicht fort von hier. Ich bleib daheim in meinem Wald. Ja, nicht wahr? Apropos Wald, ich hab mir gedacht. Ja, das ist angeschaut. Ja, Justus, danke schön. Ja, wissen Sie, lieber Herr Fröschel, gewildert hat schon fast jeder hier im Dorf, sonst wären es keine Mannsbilder. Bitte schön, das hat Tradition. Ja. Und da werden Sie wenig herauskriegen. Denn gegen Förster, Jagdaufseher und Pächter halten die Kerle zusammen wie Pech und Schwefel. Auch das hat Tradition. Ja. Schaut also schlecht aus. Ja, die einzige Möglichkeit wäre, die Kerle auf frischer Tat zu ertappen. Ja, aber da braucht man doch viel zu viele Leute, nicht? Ich meine, das Gebiet ist ja riesig. Ja. Ihnen wird schon was einfallen. Sagen Sie, Ihr Koch, der stammt wohl aus Paris, oder? Nicht direkt, aus Waldkreiburg. Aus Wald... Entschuldigen Sie.
Huber. Herr Huber, bitte entschuldigen Sie, dass ich in Ihre geheiligten Hallen hier eindringe, aber ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe schon viel Gutes in meinem Leben gegessen, aber dieses Hirschmedaillon, das war ja fantastisch. So, ja. Das freut mich. Ja. Wissen Sie, die meisten Gäste, die schlingen das runter wie ein Leberkäse. Dass man meint, man hat seinen Beruf umsonst gelernt. Naja, also diese Soße, das ist wirklich ein Geheimrezept, was? Wenn das Fleisch, die Marinade und abgehangen war, das... ja, sagen Sie, wo beziehen Sie eigentlich das Wild? Ja, das Fleisch. Das Wild. Wissen Sie, für meine Begriffe ist das noch nicht ganz ideal. Leider. Ich würde jetzt gern selber aussuchen, aber das kauft der Chef immer ein. Montags, wenn wir Ruhetag haben. Ich hab's ihm schon öfter gesagt, aber... Kann ich etwas für Sie tun? Nein, nein, danke schön. Bitte, Entschuldigung, ich wollte aber nur Ihrem Kochkünstler für das hervorragende Hirschmedaillon danken. Bitte schön. Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Und das soll schmecken, Herr Wanninger? Ja, es ist bequem und es macht satt. Aber, sagen wir, Fischl, die Wildrer, ja, was tun denn die mit dem Haufen Fleisch? Das können sie doch nicht alles selber essen. Ja, das verkaufen die an Wirtschaften. Der Kettwig geht gerade zu einer Anzeige noch. So, an Wirtschaften? Mhm. Ja, aber so ein Vierzylinder, der kriegt doch jedes Jahr ein neues End. Dann ist er doch mindestens 15 Jahre alt. Das kann man doch nicht mehr essen. Jedenfalls, der Herr Tönnies spinnt für mich, wenn er glaubt, dass der Graf Amstedt und das ganze Dorf sein Wild zusammenschürzt und wildert. Gell, bloß weil er Preis ist. Ach so, der Amstedt? Ja. Wieso kennen Sie den? Na, nicht persönlich. Aber man liest doch schon seit einem Jahr nur noch in der Zeitung von dem alten Prozess, Hansl. Magst du mitessen? Na, danke, ich hab heute schon. Na, dann setz dich hin. Aber der Graf sagt nichts oder er weiß auch nichts. Und von denen im Dorf, da erfährst du ja sowieso nichts. Sag mal, Fröschl, zu was bist du bei mir in den Lehrgängen? Wenn du die Wilderer fangen willst, dann musst du durch die Wälder, durch die Auen streifen. Vielleicht als Hirsch. Ja, warum nicht? Guten. Auf dem Gemeindegrund, der alte Hüttel war hinten raus. Also, ja, jetzt kommt er. Jetzt war der Fisch. Ja. Fisch. Ja. Hab ich geworden. Ja, ja, der Fisch. 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 Ja, Prost. 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 Ja, das ist mein Leber. Ja, frisch mal Prost. Das ist mein Leber, das wird der Mann. So, jetzt. Danke, die Herrschaften. Aber jetzt an die Arbeit. Ich bitte jetzt ein bisschen um Ruhe, dann machen wir die Aufnahme, gell? Ja, ist recht. Also. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Ihr Fritz Fröschl ist wieder mit dem Mikrofon unterwegs und heute haben wir ein ganz aktuelles Thema. Jännerwein, der berühmte und berüchtigte Wildschütz, ist 100 Jahre tot. Das stimmt nicht. Okay, jetzt sei doch ruhig. Jetzt sind wir da, Hörerinnen und Hörer. Ich befinde mich mitten unter Fachleuten. Was stimmt denn daran nicht? 77 waren es genau 100 Jahre. Nein, das ist 75 Jahre. Ja, meine Herrschaften, so geht's nicht. Alle durcheinander, da versteht ja kein Mensch was. Ich glaube, ich mach die Ansage doch lieber im Funkhaus. Na, du bringst doch da an deinen Wurm rein. Ja, wieso denn nicht, du Depp, du Bläder? Ja, was hast du gesagt, du? Da am 5 du. Jetzt noch ans Honorar. Ich zahl doch gut für die beste wildere Geschichte. Ja, ja. Seid halt ruhig jetzt. Jetzt probieren wir es nochmal von vorne. Also, wer fängt an? Ich geh so einen Schmarrn. Das können schöne Geschichten werden. Geh, okay, Franz, du weißt doch am besten, dass... Ich weiß gar nichts. Ja, meine Herren, also ich muss jetzt schnell mit der Redaktion telefonieren. Aber ich lasse Ihnen das Mikro da. Es ist eingeschaltet und wenn jemand eine schöne Geschichte weiß, du musst da rein reden, gell? Ich komm gleich wieder. Du redest doch. War nicht schwer. Einfach da rein reden, gell? Dann red doch einmal rein. Was wollt's? Der Haus ohne Kopf. Nein, nein. Der Hilfsprinzel, nein. Wie hoch wäre das Honorar, haben Sie gesagt? Ja, ein Tausender für eine Geschichte Wildern heute wird der Sender schon zahlen. So, ein Tausender, ist das alles? Na, wenn es eine echte, schöne Geschichte ist, dann glaube ich auch, dass wir 2000 zahlen können. So, das lasst sich hören. Aber mein Name darf noch nicht genannt werden, sonst bin ich dran. Na, der Informant ist doch immer geheim. Sonst würden wir ja nichts erfahren. Ne? 2000 Mark, das könnt ihr brauchen. Von den Kindern was erzählen, nicht so ein Schmarrnitz wie die da drin. Na, das wäre schön natürlich. Aber nicht nur erzählen, man müsste dabei sein, verstehen Sie wieso? So mit dem Mikrofon die Atmosphäre einfangen, das wäre was für unsere Hörer. So, meine Stimme klingt aber hier jeder. Ja, stimmt. Ja, das machen wir doch technisch. Die wird ja entzerrt, verstehen Sie? Elektronisch. So? Ja.
Also, was ist jetzt? Dankeschön. Grüß Gott, Herr Graf. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Wanninger. Ja, ich bin der Sekretär vom Verein der Freunde des Deutschen Waldes. So, und was kann ich für Sie tun? Ja, die Sache ist eigentlich so. Wir, also unser Verein, der wollte Ihnen gern den diesjährigen Ehrenpreis für vorbildliche Pflege und Hege des Waldes verleihen. So, mir? Ja. Machen Sie einen Witz. Wissen Sie denn gar nicht, dass ich gar kein Revier mehr habe? Das heißt, momentan nicht. Ne? Warum nicht? Ja, Wanninger, das ist eine lange Geschichte. Das hat ja mal alles uns Amstedt gehört. Und jetzt will ich prozessieren um das Land seit 30 Jahren. Aber gewinnen werde ich, das sage ich ja. Da geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ja, ich habe auch mein Revier verloren. So. Hm. Leider. Aber jagen, das dürfen Sie mir glauben. Jagen tue ich trotzdem. So, Sie auch. Ja, ja. Wenn man so einen kräftigen 14-Ender im Visier hat, das ist schon ein bleibendes Erlebnis, gell? Ja, je mehr Enden, desto großartiger, oder? 24 Ender? Was? 24 Ender, gibt's das? Der muss ja mindestens 25 Jahre alt sein. Der ist doch zäh wie Leder. Ich meine das Fleisch. Aber Herr Wanninger, was und wo jagen denn Sie? Das Alter hat doch mit dem Geweih nichts zu tun. Auch ein 6-Jähriger kann ein 14-Ender sein. Und ich hab geglaubt, den 14-Ender schießt man bloß wegen dem Geweih. Aber nicht wegen dem Fleisch. Das kann man doch nicht mehr essen. Natürlich geht es auch ums Geweih. Aber das Fleisch ist auch nicht zu verachten. Das ist zart und delikat. Das schmeckt auch den Kindern. Welche Kinder? Ah, ich meine nur so. Bei den Grampen noch manchmal so heikel. So. Frau Rothe, Wiedersehen, ich mach Feierabend. Moment, Herr Hedwig. Der Fröschel hat gerade vorhin angerufen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass die Sache heute Nacht noch steigen würde. Ist heute Montag? Ja. Ja, richtig. Dann ist ja heute Ruhetag. Wieso Ruhetag? Ach, weil heute Wildeber Ruhetag ist, muss ich meine Freizeit opfern, damit der Herr Fröschel wieder ruhig schlafen kann. Also, auf Wiedersehen, Schwester. Wiedersehen. Und vielen Dank, vorläufig. Mhm. Ja, und noch eins. Am Text dürfen Sie natürlich nichts ändern, gell? Der muss schon so bleiben, wie er ist. Ist gut. Ich werde es mit den Kindern gleich einstudieren. Aber sagen Sie mal bitte, was heißt denn das? Das kann ich nicht lesen. Das heißt Heidi Hussasser, Fidelalala. Und Sie meinen wirklich, dass das den Herrn Grafen freuen tät? Ja, ganz bestimmt. Der Herr Graf will doch nur, dass niemand von seiner Spende was erfährt, weil er doch so bescheiden ist. Ja, ja, das ist es. Also, auf Wiedersehen, Schwester. Auf Wiedersehen. Und nochmal vielen Dank. Und die sollen laut und recht deutlich singen, gell, damit man es auch versteht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie waren Zeuge einer aufregenden mitternächtlichen Jagd. Franz X hat wieder mal ein Reh gewildert. Wir stehen hier auf einem dunklen Parkplatz und harren der Dinge, die da noch auf uns zukommen sollen. Was geschieht jetzt, Herr X? Ja, also, jetzt kommt dann der Wirt vom Wittl. Das darf ich ja nicht sagen. Jetzt kommt dann der, wo das Fleisch holt. Lautlose Stille. Nur der Nachtwind streicht über die Wipfel der Bäume. Jetzt geh weiter, komm. Da schau her. Wie viel Stück hast du denn? Ja, eins, ein Reh. Was, bloß eins? Ja.
mein Herr, jetzt ist Schluss mit Ihrem sauberen Geschäft. Was? Herr Bobo, Sie sind verhaftet. Ja, warum? Was ist denn los? Können Sie alles auf dem Präsidium erklären? Nehmen Sie die beiden mit, ich komme gleich nach. Ja, was, ja, Moment einmal. Was also, so denn so ja, ja, ja. Das können wir erzählen. Ach, Nanu, da ist ja noch jemand drin. Hallo. Ach, kommen Sie doch mal bitte raus, Herr, ja? Na, kommen Sie, Sie rasender Reporter. So was wollen Sie von mir? Bitte darf ich mal Ihren Ausweis sehen, Herr. So. Ja, den Fall hätten wir ja wohl endlich gelöst. Ja, selbst du. Wieso, was soll das heißen? Ja, also der Gallinger hat den 14er nicht geschossen. Was? Ja, wer war's denn dann? Ja, das weiß jeder hier, wer es war. Aber sagen tut's keiner. Für Sie gemalt, Herr Graf. Mhm. Sehr schön. Sehr. Das ist ja sehr lieb von euch, aber. Mhm. Was wollt ihr eigentlich bei mir? Gehen Sie, Herr Graf. Schauen Sie doch auf die Kinder. Na, die werden Sie doch nicht enttäuschen wollen, oder? Na? Ich danke euch schön, Kinder. Und Ihnen auch, Schwester. Und ich hoffe, meine Spende hat euch geschmeckt. Ja! Justus, gehen Sie mit den Kindern und der Schwester ins Haus hinein. Es ist schon alles hergerichtet. Es gibt Kakao und Kuchen. So ein schönes Ständchen muss doch belohnt werden, gell? Ja! Tja, Herr Graf, jetzt werden wir heute ein Protokoll aufnehmen müssen, ne? Also gut. Schmeißen Sie mich in den Kerker, ich kapituliere. Und ich gratuliere demjenigen, der mich erwischt hat, Respekt. Wer hat eigentlich übrigens den Kindern den Text beigebracht? Och, ich. Aha. Darf er denn eigentlich bei der Polizei mit solchen Methoden arbeiten? Oh ja, Herr Graf. Seit es einen Franz Josef Wanninger gibt. Okay, ich bin doch schon lang pensioniert. Ja, aber er kann es einfach nicht lassen.